Wenn ihr euch fragt, ob euer Hund eventuell etwas übergewichtig ist, solltet ihr eure Tierärztin bei eurem nächsten Termin danach fragen. Denn Übergewicht kann sehr viele verschiedene Ursachen haben, ist aber in jedem Fall sehr gesundheitsschädlich. Nicht nur steigt die Belastung auf die Gelenke massiv an, zu viel Fettgewebe führt auch zu einer dauerhaften Entzündungsreaktion im gesamten Körper und steigert sogar das Krebsrisiko. Wenn eure Tierärztin euch bestätigt, dass es keinen medizinischen Grund für ein Übergewicht gibt, dann ist die Ursache schnell geklärt. Mehr Kalorien werden aufgenommen als verbraucht. Die meisten Hunde bekommen einfach ein wenig zu viel Futter und bewegen sich dabei nicht ausreichend. Besonders kastrierte Tiere sind hier betroffen, weil sie mehr Appetit haben, aber weniger verbrauchen als ihre intakten Freunde. Über viele Monate bis Jahre entsteht so ein gutes Fettpolster. Deshalb ist es extrem wichtig, dass ihr ein passendes Futtermittel füttert. Passend bedeutet für die Rasse und das Aktivitätslevel passend, aber auch mit Inhaltsstoffen, die das Abnehmen erleichtern. Ein höherer Ballaststoffanteil, etwa durch Flohsamenschalen, also Psyllium, sättigt lange und hat wenig Kalorien. Dadurch ist euer Hund einfach länger zufrieden und ihr helft ihm beim Abnehmen. Lasst euch hier im Markt einfach beraten, welches Futter zu eurem Hund passt und dann schaut ihr auf der Packung, welche Futtermenge empfohlen wird, um das Zielgewicht eures Hundes zu erreichen. Ganz wichtig, messt die Futtermenge immer mit einer Waage ab. Becher oder Augenmaß sind einfach zu ungenau. Gerade bei kleinen Hunden kommt es ja auf jedes Gramm an. Und zuletzt senkt das Gewicht eures Hundes langsam und verbindet es mit mehr Aktivität draußen an der frischen Luft. Das macht nicht nur eurem Hund Spaß, sondern stärkt auch eure Bindung. Wenn ihr zu diesem Thema noch irgendwelche Fragen habt, dann wendet euch einfach direkt hier im Markt an eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter.